Ciao zusammen und willkommen zu einem neuen Mod-Showcase von einem Super Mario Galaxy Level in Super Mario Odyssey. Und dieser Mod ist wieder vom Gaming Workshop, derselbe Typ, von dem auch das Yoshi Star Galaxy Level stammt, was ich schon mal vor kurzem gespielt habe. Und na, da war ich nicht so ganz überzeugt von diesem Level, aber na, das hatte einfach ein paar Glitches und so, aber so eine Katastrophe war es auch wieder nicht. Und jetzt haben wir ein weiteres Galaxy Level, das ist diese eine Zucker Galaxy, ich weiß nicht wie es auf Englisch heißt, auf Englisch heißt es Sweet Sweet Galaxy. Und das ist glaube ich von der ersten Welt so quasi, also von der ersten Kuppel der Terrasse, war das dieses Gourmet Luma Level. Es gab ja vor der Kuppel diesen Gourmet Luma, den man Sternteile geben konnte, und dann schaltet man eine Zusatzgalaxie frei. Und eine Sache fällt mir schon mal auf, was negativ ist, und zwar bewegen sich diese Plattformen nicht. Das ist ein bisschen schade. Ich weiß, es ist natürlich ziemlich schwierig einzubauen, so etwas. Aber ja, in Super Mario Galaxy 1 war es einfach im Original-Level so, dass sich dieser ganze Boden bewegt hat. Und das war auch quasi so die Schwierigkeit von diesem Level. Und das, was das Level eigentlich so besonders machte, einfach neben dem Look von diesem ganzen süßen Zeug. Und ich musste überall schauen, was da Monde geben könnte. Und ich glaube, es gibt 6 Monde oder wie, nein, 5 Monde zu finden. Okay, gut. Ich habe es doch mal schon nachgeschaut auf der Mod-Seite, aber da nach oben kann man nicht klettern. Keine Chance. Oder? Oder vielleicht kann man auf dieses blaue Zeug da stehen. Ey, das will ich mal ausprobieren. Wenn ich jetzt einen Dreisprung mache, kann ich dann da drauf? Vielleicht, keine Ahnung. Ich glaube, das wird eher schwierig. Ich gehe mal weiter, aber ich sehe bisher immer noch keinen Mond. Aber vielleicht kann ich auf dieses gelbe, das sieht viel, viel besser aus. Ja gut, ich war jetzt ein bisschen blöd da vom Winkel und so, aber jetzt kann ich es nochmal versuchen, ein bisschen früher das Ganze zu machen. Nein, ich versuche es nochmal. Tut mir leid. Also 1, 2, 3. So, okay, ja. Und jetzt kann ich da hoch. Okay, da muss eigentlich ein Mond sein. Da muss er eigentlich einen Mond versteckt haben. Das wäre ein ziemlich cooles Versteck und da konnte man im Originalspiel gar nicht hin in Super Mario Galaxy. Okay, das ist cool, aber sei eine Schokolade ein bisschen zu rötlich. Also ist jetzt eine Schokolade sollte bräunlich sein und nicht rötlich. Ich glaube, vielleicht ist hinter der anderen Schokolade ein Mond. Da müsste eigentlich kein Mond versteckt sein. Das wäre ein ziemlich cooles Versteck, aber irgendwie sehe ich da nichts. Vielleicht da oben kann ich da überhaupt hoch. Geht das? Ich will nicht, dass etwas verglitscht. Vielleicht kann ich noch weiter. Keine Ahnung, ob das so. Das so gewollt ist, und da kann ich gar keinen Wandsprung machen und ich bin, glaube ich, tot. Ja, ich bin tot, oder vielleicht bin ich nicht tot, sondern ich falle wieder zurück, oder? Mal sehen. Ich falle wieder zurück, gut. Das ist eigentlich gut so, aber jetzt muss ich wieder den Samen holen. So, ich bin jetzt wieder da oben, aber ich glaube, da gibt es wirklich nicht so viel zu sehen. Vielleicht muss man da gar nicht hoch, aber es wäre wirklich ziemlich cool gewesen, wenn da was versteckt gewesen wäre. Aber ich sehe da jetzt wirklich leider nicht. Also gehe ich mal einfach den ganz normalen Weg weiter. Vielleicht finden wir einfach auf dem Weg die 5 Monde und da ist schon der erste Mond. Und ich kann auch wieder die Kamera frei drehen. Das war auch im anderen Level so, das ist irgendwie seltsam. Ich weiß nicht, weshalb das so ist. Normalerweise kann man das meistens nicht bei Monden. Okay, ich gehe jetzt einfach mal ganz normal weiter. Vielleicht sind alle 5 Monde auf dem Weg. Das wäre ein bisschen lame, denn dort oben wäre wirklich ein ziemlich cooles Versteck gewesen für einen Mond. Aber naja, dort ist auch schon das Ziel, das offizielle Ziel vom Level, oder? Oder ist, genau, das ist ein weiterer Mond, aber das heißt, es müssten 3 Monde irgendwo versteckt sein. Okay, das ist krass. Das ist krass, 3 Monde müssen irgendwo versteckt sein und ich sehe nichts. Also ich sammle mal da alle Münzen ein, einfach so. Ich glaube, da gab es sogar Kerzen im Original, aber es ist sehr schwierig einzubauen jetzt da in Odyssey. Aber ein bisschen gefällt mir das Level eigentlich, ja, ganz gut. Aber ich habe keine Ahnung, wo die anderen Monde sind. Aber ich kann sicher dorthin springen. Also ich kann sicher von da aus einen Capy-Roll-Jump machen. Und dann kann ich easy. Das sollte sogar mit einem Weitsprung gehen. Also Weitsprung und Capy-Dives. Aber dann ist die Frage, ob ich dann nach oben komme. Na gut, da komme ich auf jeden Fall hoch. Sogar ohne Capy. Ja, sogar ohne Capy. Und was ist denn da? Da ist so ein Loch. Das ist irgendwie seltsam, aber ich sehe da persönlich eigentlich gar nichts. Nein, da sehe ich gar nichts. Okay, also gehen wir mal weiter. Vielleicht finden wir noch einen Mond. Es soll noch 3 zusätzliche Monde geben. Aber ich habe wirklich keine Ahnung, wo
ich suchen soll. Ich gehe einfach mal systematisch da weiter. Ich weiß nicht, ob ich wirklich zu diesen Kugeln dort nach unten springen soll. Denn die Monde, die laden, glaube ich, erst, wenn ich in der Nähe bin. Jedenfalls ist das bei Mods recht häufig so. Und ja. Okay, da sehe ich jetzt nichts. Ich mach's einfach. Aber das ist relativ schwierig, einen Capy-Roll-Job zu machen. Deshalb mache ich einfach einen Weitsprung. Das sollte eigentlich ausreichen. Genau, und naja, zum Grün, es ist so schwierig einzuschätzen, wie die Distanz ist. Aber ich gehe mal nach unten zum Blauen, aber da ist auch kein Mond. Oder? Nein, das ist auch kein Mond. Obwohl das wirklich ein cooles Versteck gewesen wäre. Jetzt sehe ich das Ganze auch noch von unten, aber ich sehe da keinen Mond. Okay, das ist ziemlich seltsam. Wie kommt der Schöller auf 5 Monde? Also ich starte das Level nochmal neu, indem ich einfach nach unten falle und wieder nach oben komme. So, und ah! Okay, das ist richtig seltsam. Ich habe jetzt einen Mond eingesammelt, den Hauptmond, und wenn man die Kamera dreht, seht bald da links. Da ist ein Mond. Aber nur wenn die Kamera da genau, jetzt sieht man ihn nicht, jetzt sieht man ihn. Oder man sieht ihn ganz, ganz leicht, glaube ich, oder? Man sieht man ganz, ganz leicht einen kleinen Umriss, oder nicht? Ach, okay. Also ich muss einen Weg finden, dorthin zu kommen. Okay, alles klar. Also zuerst muss ich irgendwo dann hochklettern und okay, aber wirklich ziemlich blöd, dass der Mond einfach so verschwindet. Ja. Okay, aber jetzt weiß ich, wo zumindest der dritte Mond ist. Und na, jetzt kann ich wieder mit einem Weitsprung dann nach hinten. Und dann versuche ich mich noch weit nach oben zu arbeiten. Und oh naja, dann schauen wir mal, ob wir dorthin kommen. Gut, jetzt bin ich da ganz oben. Und da sollte ich eigentlich mit einem Capy Roll Jump ganz easy dorthin kommen. Ja, das sieht sehr gut machbar aus. Aber die Frage ist, ob ich jetzt wieder zurückkommen kann. Das sieht eher schwierig aus, würde ich mal sagen. Das sieht eher schwierig aus, außer mit Joy-Cons. Ich könnte da versuchen, einen Capy-Roll-Jump zu machen. Das war kein Capy-Roll-Jump. Das war kein Capy-Roll-Jump und ich konnte mich noch retten. Okay, okay, alles klar. Machen wir es gleich nochmal. Diesmal muss ein Capy-Roll-Jump sein. Nein, das war auch kein Capy-Roll-Jump. Hä? Okay. Das war aber ein Capy Roll Jump. Komme ich da jetzt zurück? Nein, ich komme nicht zurück. Okay, also muss ich jetzt noch die restlichen 2 Monde finden. Was ich mir gut vorstellen könnte, ist da irgendwo am Anfang da irgendwie so unten oder so. Das könnte ich mir wirklich ziemlich gut vorstellen. Und naja, da komme ich eigentlich auch nicht wieder hoch. Eigentlich, oder? Aber ich sehe da jetzt wirklich nichts. Ich sehe da jetzt wirklich leider nichts und ich komme jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr zurück hoch, oder? Das wird eher schwierig. Aber da ist so eine kleine Lücke. Vielleicht kann ich da ja rein. Keine Ahnung. Ist sicherlich ungewollt. Aber Moment, weil da leuchtet etwas. Das ist ein Mond, oder? Da leuchtet etwas. Da leuchtet etwas. Oh shit. Also, okay, ich versuche jetzt doch mal einen Triple Jump zu machen. Dann geht es da vielleicht rein und da ist einfach ein Mond. Okay, dieses Versteck ist richtig krass. Okay, das gefällt mir. Also das Level gefällt mir wirklich ziemlich gut. Ja, die Plattform bewegt sich zwar nicht, was schade ist, aber das hätte er wahrscheinlich auch nicht machen können. Es wäre zu kompliziert gewesen, aber die Mond und alles ist eigentlich alles ziemlich cool gemacht. Keine großen Glitches oder so. Jedenfalls bis jetzt und das gefällt mir ziemlich gut. Okay, also jetzt müssen wir nur noch einen Mond finden und der könnte auch ziemlich schwierig versteckt sein. Aber da ist auch seine Lücke, aber ich glaube, die ist zu klein. Ich glaube, da kommt Luigi nicht rein. Ich spiele jetzt übrigens einen Luigi-Mod, falls es euch nicht aufgefallen wäre, aber das ist eigentlich, das sieht man einfach und das hört man auch, dass es Luigi ist. Und ich bin runtergefallen. Nein, aber vielleicht kann ich von da aus etwas erblicken. Okay, also da unten ist nichts. Okay, und dort hinten. Vielleicht lade es auch erst, wenn ich dran zoome, keine Ahnung. Ich sehe nichts. Ich sehe den Mond, ich sehe den Mond. Der letzte Mond ist da oben. Okay, alles klar, alles klar. Ziemlich gutes Level, finde ich, ja. Also es hat wirklich überraschend gut gefallen. Ich dachte zuerst, ja, es wäre wieder so ein bisschen so verglitscht wie das andere und Monde ziemlich unkreativ platziert, aber da weil die Mondverstecke schon ziemlich cool. Ja, jetzt muss ich aber noch einen Weg, finde ich, da hochkommen, aber da
Da kann ich hoch, ja. Da kann man noch, also im normalen Mario Galaxy Spiel konnte man nur auf den normalen Pfad gehen, aber jetzt in Odyssey mit dem Cappy Moveset und so kann man das so viel mehr machen. Das ist wirklich so cool, wie man dieses Level, welches man schon kennt, nochmal mit Cappy und so ansehen kann. Das ist wirklich ziemlich cool. Also das gefällt mir wirklich sehr, ja. Also vom Spaßfaktor her ist es wirklich eine ziemlich coole Mod. Einfach Custom Musik wäre noch nice gewesen und naja, die Plattform bewegt sich nicht, der Boden. Das hat auch eigentlich das Original-Level ausgemacht, aber es ist natürlich schwierig einzubauen so etwas. Weiß nicht, ob es überhaupt möglich ist, dass sich dieser Boden bewegt. Aber es war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Ich sammle jetzt nochmal die Münzen ein dort hinten beim Ziel. Und naja, wir haben jetzt alle 5 Monde, die 100%. Und ja, also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Gebt noch einen Like, wenn es euch gefallen hat, denn viele Leute vergessen das einfach. Also das finde ich ziemlich schade, dass viele Leute einfach vergessen, einen Like zu geben. Nicht nur bei mir, sondern allgemein auch ganz YouTube. Schauen viele Leute das Video an und geben gar keine Bewertung, obwohl es nur ein einziger Klick ist. Viele vergessen es einfach und das unterstützt wirklich den Algorithmus und so ziemlich, ziemlich sehr. Und ja, also bitte gebt einen Like, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und falls ihr einen Like schon vor dem Video gegeben habt, dann eben an. Aber ja, ansonsten gebt bitte jetzt einen Like, falls es euch gefallen hat. Also vielen Dank. So, ein Abo wäre natürlich auch ganz nice. Es kommen viele neue Videos und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss!